Hallo liebe Menschen, das ist der Trier Terra Videoblog. Ich bin Marco Heckel. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen und um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und heute auch wieder so ein Begrünungsthema. Hier sehen wir unseren kleinen Globus, der diesmal noch eine größere Rolle spielen wird, weil es um Saharasia geht, um die Wüstenbildung Sahara, Asien und was das für die Erde bedeutet hat und für den Menschen bedeutet hat. Und da gibt es ein sehr interessantes Buch dazu von James DeMeo, Saharasia. Das ist schon über 30 Jahre alt, das ich dazu vorstellen möchte. Warum überhaupt Themen zur Wüste oder Wüstenbegrünung oder Begrünung der Erde? Das ist, ja, da möchte ich sozusagen Sie langsam an dieses Thema heranführen. Ich hatte schon in früheren Videos erwähnt, dass ich glaube, dass die Zeit gekommen ist, dass wir die Erde nicht nur zerstören, Wälder abholzen und Böden kaputt machen, sondern dass der Mensch immer mehr eine positive Kraft werden kann, die die Erde begrünt. Mit dem Reichtum, mit dem Wissen, den wir ansammeln, mit dem Lebensstandard, den wir erreichen, können wir uns jetzt um dieses Thema kümmern, dass wir die Erde begrünen, dass wir dass Klima, die Böden, die Lebendigkeit auf der Erde verbessern. Was sozusagen auch der Generalprobe wäre für irgendeine Variante, dass der Mensch auf andere Planeten auswandert, Terraforming macht und so weiter. Da wäre das Erste, dass wir schaffen, die Wüsten dieser Erde zu begrünen. Das ist also mir ein ganz tiefes Anliegen, was ganz tief drin steckt. Ansonsten ist natürlich der Zweck dieses Videokanals, unsere Produkte bekannt zu machen, zu beraten, die Informationen darüber zu bringen. Aber auch das hat eine tiefere Agenda, denn alle unsere Produkte, Terra Preta Produkte mit Holzkohle, Gesteinsmehl, EM, effektive Mikroorganismen, dieser Art Sauerkrautsaft, Mischung von guten Mikroorganismen für Bodenfruchtbarkeit und tausend andere Anwendungen. All das zielt eigentlich in die gleiche Richtung. Auch damit erhöhen wir die Lebendigkeit, erhöhen wir die Fruchtbarkeit und streben eine Begrünung der Erde an, sei es im Blumentopf oder im Kleingarten, auf den Ackerflächen und Wäldern, beziehungsweise dann ganz im Großen, wenn es in Richtung Wüstenbegrünung geht. Und das also so als generelle Marschrichtung, und da werden wir uns Video für Video langsam an die Themen zur Wüstenbegrünung, zur Begrünung der Erde herantasten, sowohl ganz praktisch mit EM und Terra Preta als auch überblickmäßig Geschichte, Forschung, was denn diese Wüsten überhaupt bedeuten und wie man sie verändern kann, beziehungsweise wo sie herkommen und was sie bewirkt haben beim Menschen. Also da möchte ich sozusagen ganz langsam mich ranzirkeln an das Thema. Ich will das jetzt nicht Ihnen auf einmal hinknallen und dann sollen Sie das, was ich mir in 20 Jahren überlegt habe, sofort verstehen und nachvollziehen können. Allgemein sind wir heute in einem Zeitgeist der Wüstenbegrünung, der Begrünung der Erde. Das ist, zwar sieht es manchmal anders aus, wenn man aus dem Fenster guckt oder Nachrichten schaut, dass man glaubt, Mensch, das wird ja alles immer nur schlechter und alles machen sie kaputt und betonieren und zerstören. Ja, das findet statt, aber definitiv findet gleichzeitig auch eine starke Gegenbewegung statt, die immer mehr an Stärke gewinnt und die Zerstörung nimmt sozusagen an Fahrt, bremst ab die Fahrt und das andere nimmt an Fahrt auf. Die Begrünung der Erde, was wir in ganz vielen Themen in der Gesellschaft sehen können, die einfach nach oben kommen. Umweltschutz sowieso ab bestimmten Wohlstand, aber auch Geschichten von, keine Ahnung, dem französischen Bauern, der da die Eichenwälder gepflanzt hat, die ein französischer Schriftsteller aufgeschrieben hat, diese Geschichte, die komplett erfunden war, aber interessanterweise wirklich die Massen berührt hat und nicht nur das, offensichtlich auch praktische, ja, parallele Entwicklungen in Indien, ich glaube es war in Niger oder in Tschad, Bauern, die genau das getan haben, ohne diese Geschichte zu kennen, alleine große, viele, viele tausend Hektar große Wälder aufzuforsten,
Sprich, es liegt in der Luft. Es ist der Zeitgeist, es ist nicht nur der Zeitgeist, es ist auch die Qualität, die die Erde jetzt hat, dass sie in Richtung Begrünung geht. Ich habe das in einem anderen Video hier geschrieben, beschrieben mit der Begrünung der Erde durch die steigenden CO2-Werte. Im Wesentlichen, dass die Wüsten auf der Erde aktuell schon und seit Jahrzehnten massiv und schnell abnehmen, kleiner werden, sich begrünen, dass die Waldgrenze an diese Wüsten, an die Sahara speziell, sich heranschiebt und dass das ein Prozess ist, der seit Jahrzehnten in Gang ist und der sehr wahrscheinlich mit dem CO2, ansteigenden CO2 in der Luft zu tun hat, die Pflanzen ermöglicht, mit weniger Wasser trotzdem Vegetation und Leben zu ermöglichen. Also nicht nur die Menschen denken in Richtung, Mensch, jetzt könnten wir die Erde begrünen, die Erde selber ist auf diesem Weg, dass sie sich begrünen möchte, die Vitalität ist da, die Zeitqualität ist da und dementsprechend schwimme ich gewissermaßen nur mit der Masse. Also ich stelle mich hier nicht wie ein Felsblock gegen die Brandung, dass ich da die versuche, die Kräfte aufzuhalten. Nein, ganz im Gegenteil. Ich schwimme sozusagen mit dem wachsenden Trend der Wüstenbegrünung, der Begrünung der Erde mit, der sich in den nächsten Jahrzehnten noch sehr viel mehr beschleunigen wird, denke ich. Genau, und weil das aber noch nicht ganz spruchreif ist, dass man jetzt gleich die Riesenprojekte macht, wie die Begrünung der Sahara, die ja sozusagen das Endziel wäre oder ein wesentliches Ziel wäre auf diesem Weg, werde ich Ihnen jetzt nicht gleich ein fertiges Konzept hinstellen, das ich sowieso noch nicht habe, wo ich mich noch langsam weiter rantasten muss, was noch einige Monate bzw. Jahre dauern wird. Aber in diesem Prozess Ihnen diesen Gedankenweg, die Möglichkeiten, die Geschichte der Wüsten auf der Erde bzw. der Begrünung der Erde näher zu bringen. Und wie gesagt, heute geht es um Saharasia von James DeMeo. Das ist das Buch, eine Riesenwälzer. Das war eine Doktorarbeit von dem Geografen James DeMeo, glaube 1980 oder kurz danach, veröffentlicht. Haben wir auch ein Foto von James DeMeo drin? Wahrscheinlich nicht, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Aber ja, der sieht aus wie ein Indianer. Ich weiß nicht, ob er ein Indianer ist, aber hat eine Mähne wie ein Indianer und lebt in, ich meine, Oregon, im Norden der USA. Und hat dort ein Forschungslaboratorium aufgebaut mit der Zeit. Und Saharasia ist der Versuch von James DeMeo, eine Frage zu klären, die Wilhelm Reich aufgeworfen hat. Aber was heißt erstmal Saharasia? Saharasia ist ein Kunstwort, das gab es vorher nicht, das hat James DeMeo sich ausgedacht. Ein durchaus interessanter Kunstgriff. Mal gucken, wie berühmt dieses Wort noch werden wird. Ich glaube, es hat großes Potenzial. Und Saharasia bezeichnet, man sieht das hier wunderbar auf der Weltkarte, auf der eurasischen Karte, die abgebildet ist auf dem Buch. Saharasia bezeichnet die Gebiete, Moment, habe ich es jetzt richtig? Sahara, diese größte Wüste der Erde, 26 mal so groß wie Deutschland. Arabische Halbinsel, über Tibet, Afghanistan, Pakistan, Iran, hin bis zur Mongolei. Also ein riesiger Gürtel, der sich im Grunde von Sahara, Arabische Halbinsel, Pakistan, Tibet bis in die Mongolei zieht. Ein riesiger Gürtel, ich würde sagen, konservativ gerechnet doppelt so groß wie die Sahara. Und allein die Sahara, also diese große Wüste nur in Afrika, ist so groß wie die USA bzw. 26 mal so groß wie Deutschland. Von dieser Wüste reden wir jetzt. Und diese Wüste ist jung, die gibt es noch nicht lange. Diese Saharasia-Wüste ist nur wenige Jahrtausende alt. Vorher war das Savannenland, fruchtbares Land und war wahrscheinlich relativ, war
für die Verhältnisse damals dicht besiedelt, war fruchtbar mit ganz vielen Tieren. Man findet Felszeichnungen in der Sahara in verschiedenen Zeitabschnitten, aber die frühesten Zeitabschnitte vor 6.000 bis 8.000 Jahren. Moment. Zeigen da Tierabbildungen, Elefanten, Nashörner, Flusspferde, Krokodile, was heute Kern-Sahara-Gebiet ist in der Wüste. Also in quasi historischen Zeiten, kurz vor dem Entstehen der ägyptischen und Euphrat-Tigris-Zweistromlandkultur oder in, quasi parallel, war die Sahara noch grün und fruchtbar, und das galt nicht nur für die Sahara, sondern für diesen kompletten Wüstengürtel von der Sahara, Arabien und bis hinein nach Usbekistan, Turkmenistan, Kasachstan, also im Süden Russlands, die Gebiete, die auch verwüstet sind, beziehungsweise Halbwüsten sind. Dieses riesige Gebiet war damals also fruchtbar. Dann kam es zu einer es war nicht das Ende der letzten Eiszeit, es war sogar noch etwas später, aber es kam zu einer deutlichen Klimaverschlechterung, Austrocknung dieser Gegend. Warum, ist nicht ganz klar. Da werden wir uns sicherlich in zukünftigen Videos noch ein bisschen näher mit auseinandersetzen. Aber das ist relativ klar. Vor 6.000 bis 8.000 Jahren war das eine fruchtbare Savannenlandschaft mit vielen Tieren, mit der Möglichkeit von Landwirtschaft, mit großen Völkerscharen, die da offensichtlich gelebt haben. Was man zum Teil an diesen Felszeichnungen sieht, was man an archäologischen Stätten sieht, an Siedlungen, die man dort überall noch findet, wenn man mal guckt unterm Sand, beziehungsweise in den Felsen der Sahara. Und dieser Prozess vor 6.000 bis 8.000 Jahren, das ist eigentlich für James de Meo der Ausgangspunkt. Er vermutet, dass das die Gewalt, die, Panzerung, die Seelenpanzerung in die menschliche Gesellschaft gebracht hätte. Die hätte es also vorher in dem Ausmaß nicht gegeben. Und erst mit der Verwüstung, mit dem Krankwerden der Erde, sozusagen große Gebiete der Erde, also wir reden hier letztendlich von einem Gebiet, was einem Kontinent entspricht. Ne? Das ist ein Gebiet, das ist größer als Australien, das ist ein Gebiet, das entspricht Europa oder Asien oder Afrika, wenn man das, es geht ja über Europa, es geht ja über Afrika, Teil Europa und Asien rüber. Also es ist ein riesiges Gebiet, das damals trocken gefallen ist und wovon wir heute vielleicht träumen, das auch wieder fruchtbar zu machen. Als wenn wir jetzt im 21. Jahrhundert noch einen neuen Kontinent entdecken würden, den wir für die Menschen und für die Natur, für das Leben nutzbar machen können. Das ist das Thema des Buches. Und die Frage, die James de Meo beantworten wollte, erstmal, dieser Fakt ist bekannt, dass diese Wüste sich damals gebildet hat. Das ist wissenschaftlich sehr gut nachgewiesen, umstritten. Ich würde noch ein bisschen vorsichtig sein mit den ganzen Zeiträumen, die da angegeben werden. Die sind wahrscheinlich schwieriger festzumachen, aber auf jeden Fall vor 6.000 bis 8.000 Jahren war das fruchtbares Savannenland, auf dem man auch Landwirtschaft betreiben konnte, auf dem man viele Flüsse und Seen hatte und intensive Kulturlandschaft bzw. Weidewirtschaft betreiben konnte. Und dann ist etwas passiert, das setzt ein Prozess der Austrocknung in Gang. Wie schnell der war, weiß man auch nicht so genau, aber wir reden hier von Jahrzehnten bis maximal ein paar Jahrhunderte. Also es war nicht eine ewige Zeit, die das gedauert hat, ganz, ganz langsam, sondern es war schon deutlich fühlbar für den einzelnen Menschen. Und diese Entwicklung, wir reden hier also von, unbekannten Mengen an Völkern, aber nehmen wir mal durchaus an, dass es da um Millionen ging. Und diese Millionen von Menschen verlieren ihre Lebensgrundlage, haben nicht mehr
genug zu essen. Es kommt zu Traumatisierung dieser Völker durch wiederholte Hungersnöte. Es kommt zu Wanderungsbewegungen. Es kommt zur Traumatisierung wirklich der einzelnen Person. Der James DeMeo weiß das oder zitiert das in seinem Buch sehr schön, dass Hunger sogar im Tierversuch gezeigt werden kann, wenn Schimpansen, Mutter mit ihrem Kind, Nahrungsentzug bekommt, Hunger ausübt, dann traumatisiert das Kind für das ganze Leben, es wird psychisch gestört sozusagen für das ganze Leben. Jetzt stellen wir uns das gesellschaftsweit vor, über einen riesigen, letztendlich kontinentweiten Raum, der vorher wahrscheinlich dicht besiedelt war und sehr gut nutzbar war. Saharasia von der Westküste Afrikas bis in die Mongolei, über diesen ganzen Raum, der relativ plötzlich trocken wird, der zu Hungersnöten führt, wo es zu Massensterben sicherlich an Menschen kommt, die Tiere zurückgehen, die Fruchtbarkeit der Böden nicht mehr da ist. Wir haben also Hungersnöte, wir haben deutlich harschere Lebensbedingungen, wir haben Massensterben wiederholtes wahrscheinlich unter den Menschen und das wahrscheinlich nicht nur einmal ein Jahr, sondern immer wieder, alle 10, 20 Jahre, wie auch immer, werden diese Gesellschaften geschlagen, müssen sich an neue Bedingungen anpassen, müssen auswandern. Und die Theorie von James DeMeo ist, dass das der Beginn der psychischen Störung, sag ich mal, der Störung der Gesellschaft allgemein war, dass die in diesem Moment patriarchal, militaristisch, sexual unterdrückt wurden und dass sich das von diesem Kerngebiet aus ausgebreitet hat. Von hier kamen dann die Nomaden, die Kriegszüge, Chinggis Khan, die Yamnaya-Kultur, die Perser und so weiter, die dann in Wellen immer wieder aus diesem Bereich heraus die anderen Gebiete mindestens eingewandert sind, ganz oft erobert haben. Und sozusagen diesen Militarismus, diese krankhaften Gesellschaftsstrukturen, diese Traumatisierung dann auch in die Fläche getragen haben. Das ist also die Grundthese von Saharasia, dass wir im Vorher im Grunde friedlebende matriarchale Gesellschaften haben, die dann zu patriarchalen, gepanzerten Gesellschaften werden. So beschreibt er das. Und da will ich mal kurz diese beiden Gesellschaftsformen, die es also vorher gab und nachher gab, das ist archäologisch durchaus nicht ganz unumstritten, das ist nicht ganz eindeutig. Vor allen Dingen, weil auch heutige Archäologen bzw. die Archäologen der letzten Jahrhunderte das nicht so ohne weiteres in diesem Blickwinkel selber in einer überwiegend patriarchalen Gesellschaft leben, nicht so in einem Blickwinkel interpretieren konnten, dass Städte ohne Stadtmauern, sehr hohe Stellung der Frau offensichtlich in vielen Darstellungen, zum Beispiel in der minoischen Kultur, Abwesenheit von Waffen und irgendwelchen Militärstrukturen, Gewalt, dass das eine völlig andere Gesellschaftsform vor über 5000 Jahren bedeutete, als wir sie dann bekamen, beziehungsweise die letzten 5000 Jahre dann Standard war. Und ich stelle diese beiden Gesellschaften mal kurz gegenüber. Das wäre also die, ich sitze in Englisch hier, ich muss das ein bisschen simultan übersetzen, von James DeMeo. Also die gepanzerten, patriarchalischen, patristischen Gesellschaften und die ungepanzerten, matristischen Gesellschaften. Wobei Matriarchat nicht heißt, jetzt wird einfach der Vater durch die Mutter ersetzt und ansonsten ist es genauso hierarchisch und brutal und gewaltbehaftet die Kultur militaristisch, sondern Matriarchat bzw. matristische Kulturen stehen, sind eher demokratieorientiert, also haben Betonung des Individuums, haben viel freiere Lebensentwürfe und nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Männer. Und gibt also mehr so eine Volksdemokratie in diesen, wie wir das von den Indianern kennen oder so von den Dakota-Indianern
USA oder eben von den materialen Kulturen, die wir noch finden. Das heißt nicht, wir haben einfach den militaristischen Vater durch die militaristische Mutter ersetzt, nein, sondern wir haben tatsächlich eine völlig andere Form, in der das mütterliche, das weibliche Prinzip, die Fruchtbarkeit der Mutter im Zentrum der Religion steht, der Gesellschaft steht, dass das also hochgehalten wird. Und jetzt mal so ein paar Vergleiche zwischen diesen beiden Gesellschaften, gepanzerte pastoralistische Gesellschaft und gepanzerte materialistische Gesellschaft. Für Babys und Kinder. Babys und Kinder in materialistischen Gesellschaften haben größere Freiheiten, erfahren mehr körperliche Nähe und Liebe. Die Babys werden nicht traumatisiert. Schmerzen und Initiationsriten, wie zum Beispiel genitale Beschneidung oder dann Mannbarkeitsriten und so weiter, sind nicht vorhanden in nicht gepanzerten materialistischen Gesellschaften. Kinderdemokratien, Sache, die man sehr schön nachlesen kann bei den trobriandischen Gesellschaften, melanesischen Gesellschaften, diese Inselkulturen. So ab 4, 5 Jahren kommen die Kinder da quasi in eine Art Kinderdorf. Also die leben schon noch irgendwie parallel zu den Eltern, können auch immer wieder zurück, aber verbringen ihre Tage im Wesentlichen mit einer Kinderdemokratie, die die Insel erforschen, spielen, ihre eigenen Unternehmungen, Ausflüge machen. Kinderdemokratien. Im Gegensatz zu den gepanzerten patristischen Gesellschaften, wo Kinder eben kaum Freiheiten haben, also Kinder und Babys kaum Freiheiten haben, wo es weniger körperliche Nähe und liebevolle Interaktionen gibt, wo Babys traumatisiert werden, zum Beispiel durch frühes Schlagen, durch Kälte, durch Festbinden auf Bretter, durch Binden der Füße, kennen wir von China, durch genitale Beschneidung, wie das in Teilen Afrikas für Frauen und Männer sowieso in muslimischen Bereichen und jüdischen Bereichen der Fall ist. So, also Mischung der Geschlechter im Matriarchat und strenge Geschlechtertrennung in den patristischen, patriarchalischen Gesellschaften und militärische Gesellschaften. Sexualität hatte hier noch viele, was haben wir hier noch? Frauen. Mehr Freiheiten haben die Frauen in matriarchalen Gesellschaften, das haben wir erwartet. Sie haben den gleichen Status wie Männer, beziehungsweise in gewisser Weise einen höheren Status, aber beide haben einen ähnlichen Status und auch in der Qualität etwas anders. Es gibt keine Menstruationstabus, die gibt es in den patriarchalen Gesellschaften, da darf man dann, keine Ahnung, 5 Tage lang, die Frau muss irgendwie aus dem Dorf rausziehen und sich da fernhalten von den Männern, das gibt es in matriarchalen Gesellschaften auch nicht. Gerade die Menstruation. Zeichen für Fruchtbarkeit, Zeichen für Weiblichkeit und weder hygienisch noch sonst wie irgendein ernsthaftes Problem. Aber gerade dieses, das wird als unrein, unhygienisch als zu vermeiden, darf man nicht anfassen, darf man nicht berühren, in patriarchalen Gesellschaften dargestellt. Frauen können in matriarchalen Gesellschaften natürlich ihren Partner wählen, nicht so in patriarchalen Gesellschaften, können sich auch wieder scheiden lassen. Die Frauen kontrollieren ihre eigene Fruchtbarkeit, sprich, sie haben Zugang zu Verhütungsmitteln und benutzen diese auch. Fruchtbarkeit der Frauen, die reproduktive Funktion zelebriert, also dass die Fähigkeit der Frauen, Kinder zu bekommen, Nachwuchs zu zeugen, wird zelebriert, das ist Teil der gesellschaftlichen Anerkennung.
So, dann Kultur, Familie, soziale Struktur. In patriarchalen Strukturen haben wir eine patriarchale Erbschaftslinie, in matriarchalen Kulturen haben wir eine matriarchale Erbschaftslinie. Da erbt typischerweise die Tochter bzw. die jüngste Tochter im Gegensatz zum ältesten Sohn. Typischerweise die jüngste Tochter. Haushalte sind im Matriarchat matrilokal gegenüber patrilokal. Das heißt, die Frau zieht nicht zum Mann, sondern der Mann zieht zur Frau. In matriarchalen Gesellschaften. Die Frau bleibt also, wo sie ist, bei der Mutter und die Männer ziehen zu den Frauen. Beide sind eher monogam, wobei es in patriarchalen Gesellschaften erzwungen ist. In matriarchalen Gesellschaften ist das etwas flexibler. Polygam, ein Mann, viele Frauen, gibt es in patriarchalen Gesellschaften, gibt es nicht in matriarchalen Gesellschaften. Autoritär gegen demokratisch, hierarchisch gegen egalitär, also Gleichbehandlung. Eine Arbeitsdemokratie gegen einer hierarchischen, zentralistischen Gesellschaftsordnung. Es gibt im Patriarchat militärische Spezialkräfte, Militärkräfte. In matriarchalen Gesellschaften gibt es das nicht Vollzeit, sondern das ist, wenn nötig, dann eben für Abwehr oder sonst wie wird das eben kurz übernommen. Patriarchale Gesellschaften gewalttätig und sadistisch, matriarchale Gesellschaften gewaltfrei und nicht sadistisch. Ja, Religion vielleicht noch interessant, wie weit geht denn das noch? Ja, aber man sieht schon diese wirklich krassen Unterschiede und die Matriarchatsforschung und die archäologische Forschung ist zum Teil zum Schluss gekommen, dass offensichtlich unsere Vorfahren vor 6.000 bis 8.000 Jahren massiv mehr matriarchal gelebt haben, sprich friedliebende Kulturen waren, die kaum militärische Auseinandersetzungen kannten, wo zum Beispiel Städte nicht befestigt waren, wo in Gräber nicht Waffen reingelegt wurden, wo Frauen auch offensichtlich mit hochstehendem Status in den Gräbern zu finden sind, wo man nicht das Phänomen hat, was man dann bekommt in den patriarchalen Kulturen, dass offensichtlich junge Frauen mit alten Männern begraben werden, dann dass also die Frauen der Männer getötet werden, Witwenverbrennung, Witwentötung, wenn der Mann stirbt, dass die Frau dann auch umgebracht wird. Also dass wir eine Reihe von qualitativ auch archäologisch sehr gut erfassbaren Unterschieden in der Gesellschaft haben. Und diese Unterschiede hat er sich dann mal vorgenommen, der James Dimeo, und hat die versucht in Karten einzuzeichnen, um eine Idee davon zu bekommen, wo hat es denn geografisch seinen Ausgangspunkt genommen, dieses patriarchale, militaristische Gesellschaftsform und Verhalten. Und ja, mal gucken, wie viele schöne Karten ich habe. Das ist zur Kunst, das machen wir gleich. Und dann haben wir hier die Karten. Genau. Okay. Das sind eigentlich die beiden wichtigen Karten in den Buchen, die er dann zusammengestellt hat. Und wir sehen hier Eurasien, ne? Das ist Afrika, Indien, hier ist Turkmenistan, also diese Steppenkultur hier, Mongolei, Chinggis Khan, die kommt hierher, ne? Und wir haben zwei Zentren, aus denen sich die patriarchale Kultur, wenn man das archäologisch verfolgt und in Zeitreihen und so weiter aufzeichnet, in denen sich diese patriarchale Kultur ausgebreitet hat, in zwei Zentren. Das ist einmal Sahara, arabische Halbinsel, und die Steppen, Halbwüsten, heute Turkmenistan, Mongolei, Kasachstan, die in dieser Region. Aus diesen Regionen haben sich also speziell diese Kulturen ausgebreitet. Und das ist ja auch in unserer
Geschichte durchaus bekannt. Genghis Khan, wann war der? Noch im 15. Jahrhundert oder im Jahrhundert kam der? Also noch in sehr jüngerer Geschichte. Ein Überfall aus dieser Region, immer sehr brutal, immer sehr rücksichtslos. Dann haben wir eigentlich einen nahezu identischen Überfall. Attila der Hunne, wann war der? Im 5. Jahrhundert, also 400 noch was, wo der eigentlich auch genau der gleichen Region, nahezu identische Geschichte wie Genghis Khan, nur dass Attila der Hunne, Genghis Khan relativ früh gestorben ist und dann die Invasion Europas nicht komplettieren konnte, während Attila der Hunne bis an die Grenzen des Römischen Reiches gekommen ist und im heutigen, ja, wo war das, Rumänien und so, und da im Grunde das komplette Völkergefüge des Römischen Reiches durcheinander gebracht hat, was am Schluss auch zum Untergang des Römischen Reiches geführt haben soll, auf jeden Fall riesen, riesen, riesen Kriege und Ressourcen gebunden hat über Jahrzehnte und letztlich den Folgewirkungen über viele Jahrzehnte und zum Teil Jahrhunderte. Diese Invasion durch Attila der Hunne. Und auch er war nicht der Erste, sondern man kann im Genpool der Europäer sehr schön nachweisen, dass vor ungefähr 7000 Jahren, also ziemlich genau als diese Saharawier-Geschichte begann, als diese Wüsten trocken fielen, diese damals noch fruchtbaren Savannen, als die trocken fielen, sich da offensichtlich nomadische, kriegerische Kulturen entwickelt haben. Da gab es eine sogenannte Yamnaya-Kultur, die man archäologisch sehr schön nachweisen kann im Bereich zwischen Kasachstan und Ukraine. Also genau diese zwei hier, die ihr hier als die zwei bezeichnet. Und aus dieser Region kam damals eine Einwanderungswelle, die sich genetisch sehr schön nachweisen lässt, die offensichtlich die Bevölkerung in Europa devastiert hat. Also sprechen von richtigen Ausrottungswellen, die da durch Europa gegangen sind und die massiv ersetzt wurden durch diese nomadische Yamnaya-Kultur. Das hat sich dann alles wieder ein bisschen, ne, normalisiert mit den Jahrhunderten und Jahrtausenden. Aber offensichtlich diese erste Welle, wie Attila der Hunne, wie Genghis Khan, noch brutaler, noch überraschender wahrscheinlich, aus dieser gleichen Region nach Europa lässt sich heute noch genetisch nachweisen vor 7000 Jahren. Im Gleichschritt mit der Bildung dieser Riesenwüsten hier. Und dementsprechend auch bis heute eigentlich nachweisbar, welche Regionen sind denn am militaristischen, patriarchalsten, welche Regionen sind eher mit besseren Frauenrechten, mit, will ich unbedingt sagen, matriarchal, aber mit weniger Militarismus und patriarchal Merkmalen ausgestattet. Und das sehen wir selbst in Europa. Ne, wir haben die skandinavischen Länder. Norwegen, Schweden, wo eigentlich Frauen europaweit den höchsten Status haben, die am angesehensten sind und schon frühestens die meisten Rechte haben. Dann haben wir Deutschland, was so in der Mitte liegt. Dann denken wir an Italien, da Spanien, da kommt schon eher so ein bisschen die Macho-Kultur hoch und die Unterdrückung der Frau. Und Kinder, auf vaterorientierte Gesellschaften. Und wenn wir noch weitergehen, Sprung übers Mittelmeer in die arabischen Länder, dort haben wir Kinderehen, dort haben wir Ehrenmorde, aktuell noch und viel schlimmer sogar noch, bis vor relativ ja, kurzer Zeit auch Witwen. Morde, also wenn der Mann gestorben ist, wurde die Frau mit umgebracht und mit ins Grab gelegt, was sich Archäologisch sehr schön nachweisen lässt, weil immer wenn irgendwo ein Paar begraben ist, dann müssen die Alarmglocken schrillen, hallo, die werden doch wohl nicht gleichzeitig gestorben sein. Wie kommen die gleichzeitig, also wenn man nachweisen kann, dass es zur gleichen Zeit stattfindet, das Begräbnis, manchmal werden sie im Nachhinein begraben, aber wenn man zeigen kann, dass es zum gleichen Zeitpunkt offensichtlich begraben wurde, Mann und Frau, dann stimmt da ja irgendwas nicht. Und das lässt sich archäologisch sehr schön nachweisen, diese Kultur der Witwenverbrennung, die ja in Indien
bis fast in die Neuzeit hinein noch Standard war, die die Engländer erst mit massivem Druck da abgeschafft haben und die auch in der arabischen Welt über lange Zeit gepflegt wurde. Und was für eine Brutalität, das ist ja letztendlich der Sohn, interessanterweise, der dann die Mutter umbringen muss. Weil der Sohn ist dann der Herr im Haus, der Vater ist tot, der Sohn übernimmt die Herrschaft, der Sohn organisiert das Begräbnis und er hat jetzt offensichtlich die Pflicht, die Mutter ja zu Grabe zu tragen, irgendwie umzubringen oder dass sie dazu zu bringen, dass sie ihre Pflicht erfüllt und sich selber umbringt, wie auch immer, dass sie, was das bedeutet offensichtlich, was welcher emotionalen Verfassung, psychischen Gesundheitsverfassung dieser Sohn sein muss, dass er freiwillig seine Mutter umbringt, nur weil sein Vater gestorben ist. Das zeigt schon, dass da in patriarchalen Gesellschaften nicht nur die Frauen leiden, sondern ganz klar auch die Männer leiden. Also es ist nicht so, dass die Männer da, wir sind die Könige und wir genießen das und wir haben alle Freiheiten. Das sieht vielleicht oberflächlich so aus. Tatsächlich ist es so, dass das, um diese Gewalt ausüben zu können, die in patriarchalen Gesellschaften von Männern ausgeübt wird, ich werde mal kurz das Rollo zumachen, um diese Gewalt ausüben zu können, die in patriarchalen Gesellschaften von Männern ausgeübt wird, müssen die schon enorme psychische Störungen, emotionale Panzerung haben. Was die durchgemacht haben, um an diesen Punkt zu kommen, ne, ich habe schon Genitalbeschneidung angeschlossen, Genitalbeschneidung, also bei Männern wäre das Vorhautbeschneidung, gerne ganz normal ohne Betäubung, gerne mit einem stumpfen Rasiermesser, definitiv auch, ja, wenn man in einem autoritären Haushalt groß wird, geschlagen wird, den Vater als einzige hundertprozentige Autorität, der das Recht über dein Leben und Tod hat und das hin und wieder auch anwendet. Das, was das aus den sowohl männlichen wie weiblichen Kindern macht, bei den Frauen ist es klar, dass die da stark drunter leiden, aber auch die Männer, das ist, patriarchale Gesellschaften sind kein Paradies für Männer, es ist die Hölle für beide Geschlechter. Und es ist für beide Geschlechter ein Segen, da rauszukommen. Und am Ende das Leben dann für beide Geschlechter besser. Ne? Also nicht von wegen hier, die Männer haben die Frauen jahrtausendelang unterdrückt. Letztendlich läuft die Unterdrückung, beide Geschlechter leiden darunter, die leiden etwas anders darunter. Aber da ja die Kindererziehung der Männer ganz stark in der Hand der Frauen liegt, haben letztendlich die Frauen auch die Söhne traumatisiert. Ne? Also, nur so, um das nicht, weil es wird im modernen Frauenrechten Feministen manchmal so dargestellt oder verstanden, als wenn die Männer hatten jetzt ja tausendelang ihren Spaß und jetzt sind wir dran, so ungefähr. Und wir brauchen Kompensation, weil wir wurden ja so lange unterdrückt. Ist im Prinzip richtig, aber es ist falsch zu denken, dass dass die Patriarchat für die Männer oder die Kinder, die Jungs, eine angenehmere Gesellschaftsform gewesen wäre, war sie nicht. Hier nochmal dann dieses ja modernere Karte sozusagen, die das, also das sozusagen die Karte, wie sich das historisch ausgebreitet hat, aus dem Kernland Kasachstan, Turkmenistan, Mongolei hier und arabische Halbinsel, Moment, arabische Halbinsel, wo ist die eins? Arabische Halbinsel Sahara hier hat es sich über Afrika ausgebreitet, hat es sich über Europa ausgebreitet. Das ist die historische Sache, die letztlich vor 7000 Jahren begonnen hat und in immer wieder anbrannenden Wellen, Yamnaya-Kultur, Attila der Hunne, Genghis Khan, diese kriegerischen Kulturen und Traumatisierungen nach Europa bzw. die ganze Welt getragen haben. Und das hier ein Versuch, auch das etwas aktueller und inklusive der neuen Welt darzustellen, denn definitiv die Eroberung der neuen Welt 1500, 1600, Kolumbus, Cortés, Pizarro, massive, im Grunde ähnliche
patriarchale Eroberung, wie sie in Europa durch die Steppenvölker stattfanden, das tragen wir im Grunde wie ein Dominostein weiter und haben da auch in der neuen Welt viel zerstört. Wobei es auch in der neuen Welt Wüstenbildung gab und Panzerung gab, Mexiko, Peru und so weiter, da gab es auch Wüstenbildung, die offensichtlich ähnliche, wenn auch nicht ganz so massive Zentren wie Saharasia geschaffen haben von patriarchaler Kultur. So, aber man sieht auch hier wieder die Verteilung. Nordeuropa quasi als letztes erreicht und bis zum heutigen Tag sozusagen am mitmatriarchalsten organisiert und Südeuropa, Saharasia, bis heute das Herzland des Patriarchalen, der Unterdrückung von Frauen und Kindern, der gewaltbereiteren Kulturen. Das lässt sich auch wunderschön ablesen an der Kunst und das ist einer der Gründe, warum ich dieses schöne T-Shirt hier anhabe. Man sieht hier dieses Muster oben drauf. Das ist ein Muster, was wir von der Insel Marajo mitgebracht haben. Marajo, eine Insel so groß wie die Schweiz im Delta des Amazonasflusses, der größte Fluss der Erde und die größte Flussinsel der Erde, Marajo. Und der Pater Giovanni Gallo, 2003 gestorben, meine ich, hat dort jahrzehntelang auf Marajo archäologisch die Indianerkulturen untersucht, die Keramiken. Da gibt es ohne Ende Keramiken. Da ist der Pater und hat ohne Ende diese Keramiken gefunden, untersucht, fotografiert und die Muster katalogisiert. Und deswegen dieses T-Shirt hier. Und das sind definitiv sehr matriarchal organisierte Strukturen gewesen. Wie wir ja wissen, der Amazonas heißt Amazonas, weil die Spanier, die da damals hinkamen, überrascht waren von weiblichen Kriegern, weiblichen Häuptlingen. Und meinten, sie hätten hier die Amazonen gefunden. Und diese Kunst, die man also zum Beispiel in dem Amazonasgebiet findet, beziehungsweise jetzt noch mal ein paar Bilder hier von der minoischen Kultur. Das ist die Kreta-Kultur vor 1200 vor Christus, meine ich. Also davor, vor 1000. Vor über 3200 Jahren. Hier mal ein paar Bilder von dieser Kultur, künstlerischen Kultur. Ja, klar, Moment, Zeit. Also dynamisch, runde Formen, Lebendigkeit ausstrahlend. Das ist, man durch die Delfine springen aus den Bildern fast an. Man sieht die Bewegung, man ahnt die Grazilität beim Tanzen hier der Frauen. Darstellungen eben auch der Brüste, der Sexualmerkmale ohne Scheu und ganz viel Spirale, runde, weiche Formen, also gerade die Spirale, die Schlange als Lebenssymbol, das zeichnet die Kultur, die Kunst von matriarchalen Gesellschaften aus, dass sie sehr lebendig, sehr lebensnah, also hochstehende Kunst, definitiv. Und dann gucken wir uns die Kunst mal kurze Zeit später an. In der nordafrikanischen Bronzezeit, also die minoische Kultur war ungefähr zur gleichen Zeit, aber die minoische Kultur war damals noch nicht übernommen vom Patriarchat. Das sind typische Zeichnungen, Kunstformen, die man in diesen extrem patriarchalen Kulturen findet. Also im Grunde sind die kaum noch in der Lage, überhaupt ein Lebewesen abzubilden. Krakelig, keinerlei Dynamik, keinerlei Wiedererkennbarkeit, Natürlichkeit. Abgehackte, eckige Formen. Also ist ganz typisch dieser Umschwung von Lebendigkeit, Dynamik, runde Form, Spirale hin zu eckigen Formen, krakelig, also regelrecht, die können nicht mehr zeichnen. Die haben völlig verlernt, die Natur zu sehen und die Natur darzustellen.
durch Traumatisierung. Und interessanterweise ist das auch ein Phänomen, was im Amazonasgebiet durchaus eine Rolle spielt. Und deswegen nochmal zu diesem Muster hier. Also der Pater Gallo hat dann also diese ganzen Muster dieser Marajo-Amazonas-Kultur, die man wunderschön in den Keramiken dort findet. Tonnen und Tonnen und Tonnen von Keramiken kann man da finden, da gibt es also kein Ende. Und eben mit diesen wunderschönen Mustern, hier sind mal ein paar Abbildungen. Wir sehen oben die runden, schwungvollen Einkerbungen in der Keramik. Und dann sehen wir unten, welche Symbole und Formen der Herr Gallo daraus gemacht hat. Nämlich, er macht sie eckig und abstrahiert und stilisiert die Sachen. So wie hier macht er also aus diesen sehr lebendigen, dynamischen, wo die Bewegung sichtbar ist, macht er eckige, computerförmige, sodass man es auch schön sticken kann, beziehungsweise mechanistisch verarbeiten kann, macht er diese eckigen Formen. Definitiv das Christentum, eine eher patriarchale Gesellschaft, definitiv vor ein paar Jahrhunderten noch. Und hat diese Kulturen, diese Indianer davon also auch traumatisiert, hat sie sozusagen auch in diese, hat dann auch ihre Kunst sozusagen zerstört oder mindestens so stilisiert. Ja, ein ganz interessantes Beispiel fand ich das, weil wir das persönlich gesehen haben und mir da dieser Zusammenhang wieder aufgefallen ist, dass die ursprünglichen matriarchalen Kulturen eben dynamisch runde Formen bevorzugen und die Christen dann die abstrakteren, eckigeren Formen. Und sogar die, wenn sie die übertragen, denken sie, das ist das Gleiche, das sind die indianischen Muster. Nee, das sind nicht die indianischen Muster. Die indianischen Muster waren rund und vital und das sind eckige Abstraktionen davon. Also selbst da kann man es sehen in solchen kleinen Details. Gibt eine schönes Buch von Dan Everett über die Pirajas, Indianer in Südamerika am Amazonas. Eine ganz seltsame Gruppe. Ja, jetzt sind sie kontaktiert, aber sind also eine dieser indianischen Gruppen, die extrem unter Schutz stehen, wo nur Missionare ab und zu mal hin durften, beziehungsweise Sprachforscher. Und der Dan Everett hat mit denen da 7 Jahre persönlich gelebt und immer wieder besucht, über 30 Jahre, hat ihre Sprache, ihre Kultur studiert. Und dies ist wirklich ein krasses Volk, die Pirajas da im Amazonas. Die haben praktisch, ich habe ein paar Stichworte dazu aufgeschrieben, die haben praktisch keinen Zeitbegriff. Also Vergangenheit, Zukunft, da wird in der Sprache praktisch nicht unterschieden. Es gilt nur die direkte Erfahrung, irgendeine Überlieferung, eine Geschichte interessiert sie nicht. Er hat versucht, ihn die Bibel zu erklären, er war ja Missionar und hat versucht, ihn die Bibel nahe zu bringen und die Geschichte von Jesus Christus zu erzählen. Und die haben sich nicht dafür interessiert, das haben null Interesse. Und dann hat er den, per Tonband, ein anderer Missionar, er war der Einzige, der die Sprache sprechen konnte, hat auf Tonband dann die Geschichte von Johannes dem Täufer erzählt. Und da gab es einen Punkt, wo Johannes dem Täufer der Kopf abgeschnitten wird und sagt, das können wir das nochmal hören? Können wir das nochmal hören? Das ist ja krass. Dann haben sie sich in den Arm gelegen und gelacht, was das für eine krasse Geschichte ist. Aber dass sie da jetzt eine emotionale Beziehung zu dieser ja letztendlich traumatischen Geschichte von Jesus Christus haben, haben sie nicht gehabt. Und die Quintessenz, die Schlussfolgerung von Dan Everett zu diesen seltsamen Piratenkulturen, die können doch nicht mal zählen. Die zählen 1, 2, ich weiß nicht, ob sie überhaupt 3 haben, aber dann viele. Die haben keine Zahlwörter. Über 3 gibt es nichts. Und die haben kein Interesse irgendwie an Überlieferung, an Geschichte, leben wirklich sehr direkt in der täglichen Erfahrung und das ist außer im Regenwald vielleicht auch sonst nirgendwo möglich, wo man einfach jeden Tag fischen kann, Früchte sammeln kann, was auch immer, sich nicht großartig um Vorratshaltung bemühen muss. Das sind nicht die ursprünglichen Amazonas-Indianer, muss ich dazu sagen.
Da gab es Hochkulturen im Amazonas, Städte, hierarchische Kulturen. Es gab wahrscheinlich auch teilweise, ja, wenn nicht Kriege, doch Auseinandersetzungen zwischen den Kulturen. Aber es gab offensichtlich auch genug Platz, dass solche Kulturen es da auch gab. Das Spannende ist, Dan Everett, christlicher Missionar, meint dann, am Ende ist er vom Glauben abgefallen. Der christliche Missionar Dan Everett hat es nicht geschafft, die Piranhas auch nur ranzuführen an das Christentum, und hat mit der Zeit mitgekriegt, das hat die einfach nicht interessiert. Die sind so glücklich in ihrem täglichen Leben und haben sich so ausgefüllt mit ihrer Gegenwart. Die interessiert keine Geschichte von irgendeinem Gottessohn, der sich vor 2000 Jahren hat ans Kreuz nageln lassen. Und das Problem war, diese Menschen, sagt Dan Everett dann, die waren einfach nicht traumatisiert. Du kannst Menschen, die nicht traumatisiert sind, nicht die christliche Geschichte nahebringen. Das ist eine Geschichte für traumatisierte Menschen. Die erkennen sich da wieder. Ja, ich wurde auch ans Kreuz geschlagen. Ich wurde auch als Kind. Meine Lebendigkeit wurde getötet und ans Kreuz genagelt, wie das Wilhelm Reich in seinem Buch Christusmord sehr schön darstellt. Und das war wahrscheinlich der Punkt, an dem Dan Everett dann selber vom christlichen Glauben abgefallen ist. Also nicht er hat die Piranhas missioniert, sondern die haben ihn zum Heiden gemacht. Ganz spannend. Also auch das Christentum, das Judentum, das Islam, selbstverständlich massiv patriarchale Kulturen, wobei der Islam ja heute noch im Herzland dieses Patriarchats überwiegend zu Hause ist. Nochmal Karte zeigen. Also das ist ja exakt quasi die Karte der Verbreitung des Islams bis zum heutigen Tag. Das Christentum hat sich ja nach Norden bewegt, nach Europa und in andere Regionen und hat diese patriarchalische Wüstenkultur mit der Zeit abgeschüttelt, verloren, speziell in den letzten 100 Jahren, sich davon lösen können, von der Unterdrückung von Frauen, Kindern, Sexualität und Leben. Der Islam ist noch dadurch, dass er eben ununterbrochen in diesem Wüstenland gelebt hat, groß geworden ist, diese schwierigen Lebensbedingungen, diese harten Lebensbedingungen, dieses harte Klima. Da ist eine Befreiung sozusagen, eine Entspannung der Gesellschaft, eine Rückgang der Traumatisierung von Generation zu Generation ist da noch nicht passiert. Hier in Europa, ne, wir hatten bis vor, ich sag mal, seit vor 200 Jahren mit Einsätzen der Industrialisierung, mit Einsätzen einer effektiveren Landwirtschaft, mit den neuen Kulturpflanzen, die aus Amerika kamen. Ja. Hokkaido, Kürbis, Zeichen für Fruchtbarkeit, Zucchini, aber prinzipiell Kürbis, Kartoffeln, Mais, das hat eigentlich die Hungersnöte in Europa beendet. Zusammen mit industrieller Entwicklung hat das zu einem gewissen Wohlstand, immer mehr materielle Sicherheit geführt. Und das letztendlich hat geführt zu die Tatsache, dass man nicht alle 5 Jahre eine Hungersnot hatte. Kriege gab es trotzdem noch eine ganze Menge, aber allein diese Tatsache, dass man eine relativ sichere materielle Versorgung hatte, einen relativen Wohlstand, der sich immer mehr entwickelt hat in Europa, allein das hat in den letzten 200 Jahren ausgereicht und besonders in den letzten 100 Jahren ausgereicht, die Traumatisierung der Gesellschaft ohne jeden Psychologen, ohne jeden Therapieansatz. Einfach die Tatsache, genug zu essen, halbwegs gute Lebensbedingungen, dass das schon gereicht hat, trotz zweier Weltkriege und anderer Kriege in den letzten 200 Jahren, gereicht hat, um die europäische Kulturen weit, weit voranzubringen auf dem Weg vom Patriarchat in wieder lebensfreundlichere, friedlichere Kulturen, die auch Frauen und Kinder und Leben höher wertschätzen. Und das ist letztendlich auch dann die Botschaft für diese islamischen Kulturen, beziehungsweise das Herzland des Patriarchats,
Sahara, Arabien, Iran, Pakistan, Turkmenistan, Usbekistan, Kasachstan, Tibet, Mongolei, dieser riesen Wüstengürtel, der bis heute harte Lebensbedingungen und Schwierigkeiten bietet, aber notfalls Nahrungsmittelimporte, die industrielle Entwicklung, die auch dort für Reichtum, für einen gewissen Wohlstand und Entwicklung sorgt. Wir kennen vielleicht die Bilder aus dem Iran, wo im Grunde eine sehr offene, moderne Gesellschaft ist. Es gibt zwar durchaus Scharia und so, aber es entwickelt sich etwas. Da ist selbst in Saudi-Arabien dürfen die Frauen langsam Auto fahren und wählen seit 2, 3 Jahren. Also es findet auch dort eine Entwicklung statt, die der europäischen sicherlich etwas dahinterherhinkt, weil die Lebensbedingungen doch immer noch schwieriger sind. Aber der Wohlstand, die gute Versorgung greift auch dort und führt zu einer Entspannung in diesen Kulturen und ermöglicht dort diesen Kulturen weniger militaristisch, weniger patriarchal zu werden. Dass sie dort noch einen sehr viel weiteren Weg zu gehen haben, als sie in Europa schon gegangen ist, das ist offensichtlich. Aber richtig interessant wird es, glaube ich, wenn wir mit dem Schwung, den wir jetzt haben, angehen, diese großen Gebiete nicht nur vielleicht von außen mit Nahrungsmitteln zu versorgen, beziehungsweise mit Industrie- und Klimaanlage lebbar zu machen und ertragbar zu machen, sondern dass wir tatsächlich diese Riesenwüste, dieser unentdeckte Kontinent, dass wir den für Mensch und Natur wieder in die Lebendigkeit bringen, mit den Techniken, die wir inzwischen an verschiedensten Orten der Welt kennengelernt haben, ausprobiert haben, Alan Savory, holistische Landwirtschaft, indem man mit der spezifischen Beweidung mit Rindern im richtigen Rhythmus Böden fruchtbar macht und Wüsten grünt, Wüsten, Wälderanpflanzungen, wie sie Willy Smits in Indonesien macht, wie sie Andreas Pfeiffer in Paraguay macht, oder einfach durch immer durch widerstandsfähige, trockenheitsresistente Pflanzen, die man aus anderen Teilen der Welt hier verbreitet, wie den Wüstenbaum, Mesquite bzw. Matenge, wie er in dieser Region heißt. Also Prosopis juliflora, dieser Wüstenbaum, dieser extrem trockenheitsresistente Baum, der die Wüsten erobert in dieser Region auch von Afrika bis nach Pakistan und Indien findet sich dieser extrem trockenheitstolerante Baum, Prosopis juliflora, der quasi ohne Wasser auskommt, weil er extremes Wurzelsystem ausbildet und Wälder und Gestrüpp bildet, wo sonst nichts vorher wachsen konnte. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, Ideen, wie man diese Wüsten wieder begrünen kann, wie man den Wasserkreislauf wieder in Gang kriegt, wie man Wasser verdunstet, kühlt und dadurch die Feuchtigkeit vom Meer wieder aufs Land holt und diesen Wasserkreislauf anstößt, damit diese Riesenwüsten wieder in den globalen Wasserkreislauf mit eingeschlossen werden und nicht links liegen bleiben. Und dann wird es interessant, das ist die Aufgabe, die uns eigentlich bevorsteht und die wird nicht nur das Antlitz der Welt verändern, das Klima der Welt verändern, sondern die wird auch vor allen Dingen die Menschen, die in diesen Regionen leben, die Möglichkeit geben, aus dem extremen Gewaltkultur, patriarchalen Kultur, militaristischen Kultur, sexual unterdrückenden Kulturen rauszukommen in eine für sie lebenswertere, lebendigere Kultur, demokratischere und offenere Kultur. Und das geht Hand in Hand, die Gesundung der Kulturen, wie auch die Begrünung der Wüsten. Das sind zwei Sachen, die gehören zusammen und die sind zusammen eingebrochen in Saharasia, die Wüstenbildung und das Gewalt und Patriarchat auf der Welt. Und wir werden es auch zusammen wieder zurückdrehen. Und die Zeit dafür ist jetzt und die Techniken haben wir.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.